Gäste. Und man macht nicht Halt jetzt davor, in immer entlegenere Abschnitte zu gehen und die Technik immer mehr auszubauen, weil die letzten 20 Jahre stagniert der Fischfang. Die Fischerei, also sagen wir so, die Fischereibehörden und die internationalen politischen Stellen heften das immer so auf ihre Fahnen, dass die letzten 20 Jahre fast gleich viel Fisch gefangen wird durchgehend. Das heißt, die Fischbestände müssen ja in Ordnung sein. Wir wissen aber, dass tatsächlich eine leichte Abnahme der Fischbestände zu verzeichnen ist. Und wenn man sich das anschaut, mit welchen Methoden in den letzten 20 Jahren aufgerüstet worden ist, jährlich, und dass die in den letzten 20 Jahren die Fischfangflotten eben abgewandert sind aus den nördlichen Bereichen, wo die Fischereiindustrie eigentlich geboren wurde, weil hier zu wenig zum Fangen ist mit den Mitteln, die wir haben, bereits schon in den Süden auswandert, überall vor den Küsten Afrikas, in diesem indonesischen Raum, da geht es jetzt so richtig los erst. Und wenn man das bedenkt, ist das schon sehr bedenklich, was passiert in den letzten 20 Jahren. Und man kann nicht davon sprechen, dass die Bestände stabil sind. Konkret schaut sogar so aus, dass in den letzten 50 Jahren 6-mal so viel Fisch aus den Meeren gezogen wurde wie vor 50 Jahren, also jährlich. Und wie gesagt, das ist eine unfassbare Menge, eine Steigerung in einem halben Jahrhundert um das 6-fache. Hier geht es wirklich um zig Millionen Tonnen Meeresfische, die jährlich aus dem Meer gezogen werden. Und es ist also mit dem Aufkommen dieser zum Teil wirklich fürchterlichen Bilder, die da hier gezeigt werden, wie der Fischfang ist eben eine Art von Jagd, und da geht es halt nicht zimperlich zu. Und die Bilder sind natürlich grauslich, wie überall, wo Tiere eben für den menschlichen Verzehr eben gezüchtet oder geschlachtet oder gefangen werden. Aber seit kurzem findet man immer mehr solche Bilder. Gestern oder vorgestern war zum Beispiel in Arte, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, eine ausführliche Dokumentation, ausgerechnet zu diesem Thema. Ich habe es mir aufgenommen. Also das heißt, das ist ein sehr aktuelles Thema, was allen irgendwie am Herzen liegt, vor allem, weil man immer mehr diese scheußlichen Bilder zu sehen bekommt natürlich. Ich möchte meine Geschichte damit beginnen, mit einem Fisch, der Weltgeschichte geschrieben hat, mit dem Kabeljau, der vor 20 Jahren etwas eingeleitet hat, was es seither nie mehr in der Geschichte der Menschheit und auch zuvor nicht gegeben hat. Und anhand dessen möchte ich ein bisschen erklären, wie Fischbestände bewirtschaftet werden. Ich möchte eigentlich immer diesen Ausdruck vermeiden, Management von Fischbeständen. Einen Fischbestand kann man nicht managen. Man kann ihn sehr wohl natürlich bewirtschaften, entweder mit Gewinn oder mit Verlust. Aber es handelt sich in erster Linie von Bewirtschaftung von Fischbeständen. Und natürlich will man das auch gleichzeitig so nachhaltig wie möglich machen, im Sinne der Wirtschaft natürlich, dass man so lange wie möglich auch viel rausholen kann. Und jetzt schaut es so aus, dieser Kabeljau ist tatsächlich ein Weltfisch gewesen vor 20 Jahren. Ein unglaublicher Fisch, der Größen erreicht, zum Teil jetzt noch immer, aber vor allem damals von 1,5 Metern, 50 Kilo, so ein Exemplar war keine Seltenheit. Und es handelt sich um, damals, bis vor 20 Jahren, ist er zum Industriefisch herangewachsen. Das heißt, man hat seine Vorzüge recht schnell nutzen gelernt. Das ist ein Fisch mit einem weißen, fettarmen Fleisch. Das heißt, er hält sich lange. Je fetter ein Fischfleisch ist, desto schneller verdirbt es. Es fischelt nicht wirklich, also es ist wenig stark mit Blutgefäßen durchzogen, weil es ein langsamer, gefäßiger Fisch ist, der über die Kontinentalsockeln zieht und mit seinem riesigen Maul hier geöffnet drüber zieht, über diese Sockeln in bis zu 200-300 Metern Tiefe und hier alles einsaugt, was er findet, von anderen Fischen bis zu Hummern und also alle möglichen Krebse und Weichtiere. Und
dieser Fisch ist wirklich, seine Verwandten zumindest kommen weltweit vor. Und der Kabeljau wurde bis vor 20 Jahren noch in einem Umfang von mehr als 10 Millionen Tonnen jährlich abgefischt. Und sein Verbreitungsgebiet damals so wie heute ist hier so blau eingezeichnet. Man sieht hier schon schön, also er ist entlang der Kontinentalränder zu finden, das heißt auf diesem Kontinentalsockeln, auf dem Kontinentalschelf sagt man auch. Also das ist weithin, also global so, dass die Kontinentalränder mit einem Schutzsockel quasi gesäumt sind, der dadurch entsteht, dass durch Abtragung von Landmassen im Hinterland, also Gesteinsmassen hier, ein Sockel aufgehäuft wird um die Kontinentalränder, ein Schelfsockel. Und der reicht eben ziemlich genauso, wie man es hier sieht, bis zu dieser Distanz, abhängig vom Kontinent, einmal weiter, einmal weniger weit, und hat ungefähr eine Tiefe von 200, 300 Meter, bis er schließlich dann irgendwann einmal am Kontinentalabhang auf die Tiefseeebenen abfällt. Und die Tiefseeebenen haben dann überall weltweit so 3.000 bis 6.000 Meter Tiefe und werden dann von den wildesten Tiefseegräben noch durchzogen, die bis auf 11.000 Meter auch gehen können. Aber die flächenmäßig größten Meeresebenen sind die Tiefseeebenen und die Kontinentalsockel. Und auf den Kontinentalsockeln, also in diesen seichten Gebieten um die Kontinente herum, haben wir die meisten Nährstoffe im Wasser. Das heißt, da haben wir auch die größte Produktion an Leben, an pflanzlichen Leben und darauf folgen natürlich das ganze tierische Leben in der Nahrungskette. Und dieser Kabeljau hat sich eben die Vorherrschaft über diese Gebiete bis vor 20 Jahren genommen und dann ist etwas passiert, mit dem niemand gerechnet hätte. Da auf der Neufundlandbank, also vor der Insel Neufundland im kanadischen Hoheitsgebiet, ist plötzlich binnen Monate, binnen weniger Jahre dieser Kabeljaubestand zusammengebrochen bis auf ein Fünftel seiner ursprünglichen Größe. Und das hat natürlich eine Weltwirtschaftskrise beinahe ausgelöst. Und das war damals vor 20 Jahren Handlungsbedarf. Also sowas hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Meeresfischerei, dass ein so riesiger Bestand in so kürzester Zeit zusammenbricht. Und es mag wahrscheinlich sehr viel damit zu tun haben, dass dieser Bestand eben 10, 20 Jahre vorher wirklich unbarmherzig gefischt worden ist mit den wildesten Methoden, die man sich vorstellen kann. Und damals ist ja auch etwas passiert, das war schon einmal verblüffend, dieses Phänomen, dieses Zusammenbruchs des Bestandes, das sich übrigens fast auf die ganzen Bereiche hier ausgewirkt hat, die man hier blau unterlegt sieht. Also seine ganze Heimat eigentlich, wo er beheimatet ist. Und damals ist auch was Verblüffendes infolgedessen passiert, was heute auch nie mehr wieder passiert ist. Es hat Entscheidungen gegeben auf höchster nationaler Ebene, die wirklich ihresgleichen in der Geschichte suchen. Was hat damit angefangen? Dass der WWF, der World Wildlife Fund, Amerika geklagt hat und Kanada geklagt hat, dass sie quasi ihren Pflichten nicht nachgekommen sind, ihre Natur, ihre Fischbestände, ihre Reichhaltigkeit zu erhalten. Und damals, zu der gleichen Zeit, war glücklicherweise ein sehr fortschrittlicher Fischereiminister im Amt, der tatsächlich reagiert hat. Und zwar dermaßen radikal, wie das bisher noch nie in der Geschichte passiert ist, hoffentlich aber öfter passieren wird. Er hat ein Gesetz erlassen, den Sustainable Fisheries Act, und hat mit den Fischereibehörden engstens zusammengearbeitet. Er hat zum ersten Mal verlangt von den Fischereibehörden, dass sie endlich dieses Wort Überfischung wissenschaftlich definieren und wenn sie das dann gemacht haben, sich auch daran halten. Das heißt, wenn sie wirklich diese Definition erreicht haben, hat er eine Gesetzesvorlage ihnen quasi hingeknallt, die den nationalen Stellen wirklich ermöglicht, ein Areal von heute auf morgen total zu sperren für die Fischerei. Und das war einmalig in der Geschichte und tatsächlich ist wirklich diese große Fischereizone hier im kanadischen Bereich bis da hinauf in die Barentssee vor Grönland
im Jahr 1993 gesperrt worden, also zum Naturschutzgebiet quasi erklärt worden. Also es durfte nichts mehr gefischt werden, natürlich in der Hoffnung, dass sich dieser Bestand in kürzester Zeit erholt. Das hat man auch geglaubt seinerzeit, dass das meistens der Fall sein wird. Und bis heute, muss man sagen, hat sich, also 20 Jahre später, hat sich dieser Fischbestand nicht erholt. Und das ist ein Phänomen, was auch noch nie seither eingetreten ist in der Geschichte der Fischerei, dass also wirklich nach so langer Zeit und absolut null Befischung oder ganz stark reglementierter Befischung so ein gewaltiger Bestand sich nicht mehr erholt hat. Und das war auch ein Alarmzeichen, das heißt, aus dem wir wirklich gelernt haben, und das war vor 20 Jahren zum ersten Mal zu beobachten, aus dem wir gelernt haben, dass es eben nicht reicht, wenn zu wenig Fische da sind, dass man dann einfach aufhört zum Fischen und das erholt sich dann schon wieder in ein paar Jahren. Also rein aus dem ökologischen Verständnis her ist es ja auch logisch, weil diese Nische, die besetzt wird von einem Fisch zum Beispiel, von einem Dopjäger in dem Fall hier, wenn der plötzlich verschwindet, wird die natürlich besetzt durch irgendwas anderes. Also die ganzen Strukturen verschieben sich. Das heißt, heute weiß man auch nicht letztendlich auch aufgrund dieses Beispiels da hier, dass also Überfischung oder ganz allgemein, wenn man irgendwo aus einem Lebensraum Arten ergiebig abschöpft, dass hier der ganze Lebensraum, das Artengefüge sich verändert und zwar nachhaltig verändert und dass oft gar keine Umkehr mehr möglich ist. Und ja, der Kabeljau wird also heute noch, also bis jetzt wird noch gehofft auf die Rückkehr des Kabeljaus. Mittlerweile wird er schon gezüchtet, erfolgreich in Norwegen und in Schottland. Es gibt sogar Bio-Zuchtanstalten, aber die waren nicht sehr erfolgreich, weil das Fleisch schmeckt nicht sehr gut. Konventionelle Zuchtanstalten in Norwegen sind da schon erfolgreich, aber natürlich die alte Masse ist mit Zuchtmöglichkeiten nicht mehr wiederherstellbar. Und so kommt es eben, dass jährlich Fischereiforschungsschiffe hinausfahren in die See und Datenerhebungen machen. Also nicht nur wegen dieser Problematik natürlich, wo man es zum ersten Mal ganz gravierend gesehen hat, sondern man ist überhaupt drauf gekommen, dass viele Fischbestände, also viele andere Arten auch noch, die gemeinsam vorkommen, vor allem durch den starken Fischereidruck leiden. Man hat natürlich hier Handlungsbedarf gesehen und hat die Fischereiforschung in diese Richtung betrieben und seit den letzten 10 Jahren wird das wirklich intensiv gemacht. Ich habe das Glück gehabt, eben bei so einer Fischereiforschungsfahrt dabei zu sein, die alle 2 Jahre stattfindet, nämlich von Hamburg aus mit einem deutschen Fischereiforschungsschiff nach Grönland. Und ich werde Ihnen zeigen, wie hier Forschung betrieben wird, wie hier Daten gesammelt werden, die dann für Bestandsabschätzungen herangezogen werden können. Das heißt, hier wird untersucht, wie sehen diese Fischbestände aus, wie viele Junge gibt es, wie viel Nachwuchs gibt es, wie ist die Altersstruktur, wie gesund sind sie. Und wenn man das wirklich regelmäßig macht und mit den Fangdaten dann das Ganze vergleicht, kann man ungefähr rückschließen darauf, wie der Mensch in welchem Maße der Mensch hier einwirkt. Man darf natürlich nie vergessen, dass die Natur auch sehr stark einwirkt. Das heißt, es treten natürliche Phänomene auch auf, außerhalb des Menschen, die Bestandsschwankungen auch verursachen können. Man weiß, dass so eine natürliche Bestandsschwankung durchaus in der Höhe von 50% stattfinden kann, nimmt man an. Also das heißt, das wäre nichts Absonderliches. Das heißt, dieser Zusammenbruch der Kabeljau-Population vor 20 Jahren hat möglicherweise oder höchstwahrscheinlich auch dazu geführt, dass der Fischereidruck gemeinsam mit irgendwelchen anderen Umweltparametern, die gleichzeitig eben zusammengekommen sind, dann diesen Bestand vernichtet hat. Wenn der Fischereidruck nicht stattgefunden hätte, hätte sich der Bestand wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich in der Zwischenzeit wieder erholt. Und jetzt, das Gleiche passiert mit vielen anderen Fischen in der Region. Und auf dieser Fischereiforschungsschifffahrt, mit der ich unterwegs war, wurde auch ein Projekt durchgeführt bezüglich der Rotbarsche. Die Rotbarsche sind auch Industriefische, das heißt, sie werden auch im großen Maßstab befischt. Sowohl die
Kabeljaue wie auch die Rotbarsche sind so die typischen Fische, die Sie im Supermarkt kriegen. Das ist tiefgekühlt oder beim Fastfood-Ketten im Burger drinnen oder als Fischstäbchen. Jeder, der schon mal Fischstäbchen gegessen hat, hat die größte Wahrscheinlichkeit einen Kabeljau, einen Polardorsch oder was Ähnliches gegessen. Das Gleiche ist mit den Rotbarschen auch der Fall. Und es gibt hier im Gebiet, wo wir mit dem Schiff unterwegs waren, also wir sind da hier gestartet von Bremerhaven und sind genau da hier um Grönland herum und wieder zurückgefahren, gibt es von diesen Rotbarschen zwei Arten, zwei wunderschöne Fische, muss man sagen, zumindest in der Grafik, daher sind sie wunderschön. Sie werden dann nachher echt auf echt Fotos dann sehen, wie das ausschaut. Also wie man Fische entstellen kann, ist grauenhaft, wenn man sie aus der Tiefe raufholt. Aber jetzt dabei genießen wir noch diese schönen Grafiken zumindest hier von diesem Rotbarschen. Und es gibt zwei Arten, den sogenannten Bankrotbarsch, der ein Alter bis zu 60 Jahren erreichen kann und eine erhebliche Größe von ungefähr von dieser Dimension, und sein Verwandter aus derselben Gattung, Sebastes, der Tiefenrotbarsch. Und wie der Name schon sagt, kommt der eine, also mit diesem der Bankrotbarsch, Sebastes Marinus, mit diesen grünen Vierecken hier gekennzeichnet, kommt auf einer Bank vor. Bank ist ja so ein Ausdruck für Schelf eben, für diese Schelfebene, für diesen Kontinentalsockel um die Kontinente herum. Man sieht, es ist sehr schön, das Verbreitungsgebiet ist direkt hier an diesen Kontinentalschelfen vom Bankrotbarsch bis in 200-300 Meter Wassertiefe, wo dann der Kontinentalabhang absinkt in die Tiefseeebenen, und hier kommt dann der Tiefseerotbarsch oder der Tiefenbarsch hier Bestandsbildern hervor, durch diese blauen Dreiecke gekennzeichnet. Und man kennt eben diese Bestände von diesen beiden Arten. Und sie leiden auch sehr stark aufgrund des Fischereidrucks, und auch hier wird intensive Forschung betrieben, weil interessanterweise ist man draufgekommen, obwohl sie vor 50 Jahren befischt wurden in diesem Bereich hier bis auf 170.000 Tonnen pro Jahr, ist man draufgekommen, dass man, obwohl man so viel rausholt, eigentlich nichts über sie weiß, also über die Biologie von diesen Fischen, wo sie sich eigentlich fortpflanzen, das heißt, wo die Larven groß wachsen, wo sie hinwandern, oder ob es unterschiedliche Bestände gibt, die voneinander abgrenzbar sind, die man eigentlich getrennt bewirtschaften muss, also die unabhängig voneinander sind, hat man gar nichts gewusst, obwohl vor 50 Jahren bereits schon die Russen, die Deutschen, die baltischen Staaten, also Estland, Lettland, Litauen, Bulgarien, Polen, Spanien, Portugal haben ja wie wahnsinnig gefischt in diesen Bereichen. Und auch hier ist es dann passiert, dass vor 30 Jahren, wie immer, der Bestand zusammengebrochen ist, fürchterlich zusammengebrochen ist. Und das hat eben damit zu tun, dass es von 50 bis vor 30 Jahren sogenannte internationale Gewässer gegeben hat. Und zwar in den 70er Jahren wurde diese Freiheit der Meere endlich Einhalt geboten, dass jeder überall fischen kann, wo er will. Und da wurde eine Regelung getroffen von den Vereinten Nationen, das war in den 70er Jahren, dass um jeden Kontinent herum eine Zone, eine ausschließliche Wirtschaftszone gezogen wird, in einem Abstand von 210 Meilen vom Kontinent weg. Das sind ca. 350 Kilometer bis 400 Kilometer. Und in dieser Wirtschaftszone darf nur der Kontinent fischen, und internationale Gewässer sind alle anderen rundherum. Und so, wenn man sich diese Wirtschaftszonen jetzt anschaut, in diesen Bereichen, wo die Rotbarsche vorkommen, dann haben wir eine grönländische Wirtschaftszone und eine isländische Wirtschaftszone, und das sind internationale Gewässer. Und eben wie gesagt, vor 50 Jahren ist da wild gefischt worden, bis man dann draufgekommen ist, das geht auch nicht, funktioniert nicht, ist alles zusammengebrochen. Dann hat es neue Regelungen gegeben, und seither werden von internationalen Gremien auch die internationalen Gewässer bewirtschaftet oder gemanagt, oder wie man es auch sehen will. Und da gibt es Fangquoten, die verteilt werden. Und das Letzte, was ich zum Beispiel da an Fangquoten habe, das war im Jahr 2000 in dem Bereich der internationalen Gewässer, da hier durfte man jetzt nur mehr 120.000 Tonnen jährlich fangen, wobei die EU insgesamt nur 17.600 Tonnen fischen durfte hier im internationalen Bereich.
und Deutschland einen Anteil von 14.000 Tonnen zugesprochen bekam. Ja, jetzt zugesprochen bekam, also wie kann man jemandem sowas überhaupt zusprechen? Da braucht man umfangreiche Forschungen, Fischerei, biologische Forschungen, man muss also genau wissen, wie viel ist da, wie vermehren sich die Tiere, wie, wohin wandern sie, wie wachsen sie, was fressen sie und wie schaut ihre Umgebung aus, wie verändert sich die Umgebung. Das heißt, auch zu diesem Zwecke müssen Fischereiforschungsausbauten gemacht werden. Und jetzt ist es halt so, dass unser schöner Rotbarsch hält sich nicht an diese Grenzen. Der hält sich nicht an diese Wirtschaftszonen und nicht an die internationalen Gewässer. Das ist wie der Kabel, ja, ein Fisch, der weit wandert, tausende Kilometer wandert. Und um solche wandernden Fischbestände lässt sich natürlich trefflich streiten. Das können Sie sich natürlich vorstellen. Und jetzt, wenn nicht klar ist, wo die hinwandern, wo die geboren werden, wo sie dann hinwandern später, ob sie wieder zurückkommen, gibt es fürchterliche Streitereien. Zuletzt eben, bevor ich mit der Walter Herwig, diesem Fischereiforschungsschiff, hinausgefahren bin, war Island ziemlich sauer, weil die haben behauptet, dass der Großteil aller Fischbestände da hier international sowie in grönländischen Gewässern eigentlich vor der Küste Islands geboren wird und dann dort auswandert. Das heißt, es müssten ihnen eigentlich viel größere Quoten zustehen. Das ist nicht fair, sozusagen. Also das war schon einmal ein Streitpunkt. Und solche Streitpunkte gibt es natürlich haufenweise, weil man nicht weiß, woher die kommen und wohin die gehen. Und jetzt kennt man hier Bestände, also Gruppen, die voneinander unabhängig existieren, von diesen Bank- und Tiefenrotbarschen, die sich entlang dieser Bänke ausbreiten. Man kennt aber auch einen ozeanischen Bestand. Das heißt, einen draußen in der offenen See, einen Bestand. Wenn man da fischt in mehreren hundert Metern Tiefe, der ist natürlich in erster Linie von der Tiefenrotbarsch, findet man wirklich ozeanische Bestände. Und das war jetzt eine Aufgabe unserer Forschungsschifffahrt auch, diese ozeanischen Bestände zu untersuchen und jetzt dann gemeinsam mit diesen Beständen hier in den Wirtschaftszonen herauszufinden, gibt es hier Wanderungsbewegungen. Also wandern die einen in den anderen Bestand, wandern die über diese Grenzen, wandern vielleicht sogar die von der grönländischen Wirtschaftszone in die isländische oder umgekehrt, was natürlich dann zur Folge hätte, dass die neuen Fangquoten, die dann für nächstes Jahr ausgegeben werden, natürlich dann anders verteilt werden. Also da steckt natürlich ein enormer Wirtschaftsmotor dahinter. Und da wurde eben das Projekt Redfish ins Leben gerufen, also das mit diesem Rotbarsch zusammenhängt. Und in der Zeit von 2000 bis 2004 wurden Forschungsschifffahrten durchgeführt. Ich war eben 2002 dann und mit dem Schiff unterwegs und habe eben sehen können, war eben quasi Teilnehmer an diesem Projekt, obwohl ich nur als Volontär mit dabei war, habe also ein bisschen über die Schulter schauen können, der Fischereiforschung. Und immerhin werden solche Projekte zum großen Teil auch von der EU gefördert. Also jetzt wissen Sie auch, wo die Gelder hingehen. Das ist aber auch sehr sinnvoll in dem Fall. Also zu 50%, also 2,9 Millionen Euro, wurden von der EU zur Verfügung gestellt, um dieses Projekt durchzuführen. Darum ging es, um eine Befischung dieser Rotbarsche nachhaltig machen zu können. Und dazu musste man natürlich viel über die Biologie dieser Arten erfahren, wo man vorher fast noch gar nichts gewusst hat. Und Sie sehen schon, wie schön international vernetzt diese Projekte sind. Also von Hamburg über Island, die sind natürlich interessiert alle dran, auch die Norweger und die Spanier, haben die natürlich mitgemacht, haben die auch Mittel und Wissenschaftler zur Verfügung gestellt. Und der Herr Dr. Christoph Stransky, der war damals dabei bei der Forschungsschifffahrt 2002, wo ich im Schiff war. Ein sehr netter junger Mann aus Hamburg, der war damals noch Diplombiologe und hat im Laufe dieser Ausfahrt Daten gesammelt für seine Doktorarbeit, die ihn dann sehr bekannt gemacht hat, eine wunderschöne Doktorarbeit, eine 140-seitige über die Bestände der Rotbarsche, wie man sie trennen kann und so weiter. Ich habe vor kurzem ein bisschen recherchiert und habe gesehen, jetzt als Dr. Christoph Stransky, mittlerweile seine Doktorarbeit habe ich mal runtergeladen, ist er stellvertretender Institutsvorstand sogar schon vom Institut für Seefischerei in Hamburg. Also der ist richtig gut aufgestiegen,
hat aber auch verdient, weil das ist wirklich ein kluger Kopf, der hier eine fantastische Arbeit abgeliefert hat, muss man schon sagen. Und viel zur Kenntnis der Biologie dieser Bestände beigetragen hat. Und jetzt noch ein paar Textblöcke, bevor wir dann uns die mehr oder weniger schönen Bilder von den Fischen anschauen, zumindest die Landschaft ist wunderschön rundherum. Ein deutsches Fischereiforschungsschiff, die Walter Herrich 3, also das ist schon ein bisschen ein älteres Schiff, also da hat es vorher die 2er, die 1er und vorher die Anton Dorn gegeben, das ist eine lange traditionelle Reihe und aus Deutschland gibt es natürlich auch die Polarstern, die, da haben Sie sicher schon gehört, ein Forschungsschiff, das in die Antarktis vorzüglich fährt, aber die Walter Herrich ist in erster Linie da im Nordmeer unterwegs. Und die Forschungsziele ganz konkret von unserer Ausfahrt in diesen 6 Wochen hier im November war eben den Kabeljaubestand und die Rotbarschbestände zu erfassen, wie verändern sie sich, wie sind sie aufgebaut. Und dann wollte man auch gleichzeitig möglichst viele Ergebnisse über das Ökosystem herausbekommen, wo sie leben. Das heißt, man hat alles Mögliche auch noch zusätzlich bestimmt, was mit den Netzen rausgeholt worden ist. Allerdings die Fische in erster Linie. Also man hat 50 Fischarten identifizieren können, die man auch vermessen hat im Rahmen dieser Ausfahrt. Diese Dinge da, die da vorne, die ich da vorne aufgelegt habe, die haben eigentlich nur mich interessiert, traurigerweise als Volontär auf diesem Forschungsschiff. Ich war ganz begeistert und habe aus diesen Tonnen von Fisch da akribisch irgendwelche Wirbellosen heraus geglaubt, weil das ist einfach unfassbar, was man da alles zu sehen bekommt, was man mal nie zu sehen bekommt. Während die anderen, also ich hab aufpassen müssen, dass ich in Verruf geraten bin, ich habe natürlich auch mitzählen und mitmessen müssen mit Fischen, aber das ist was mich in erster Linie, also das hat mich so fasziniert, hin und wieder kommt dann halt einmal ein Heilboot mit 75 Kilo auf einmal daher und dann natürlich, dann habe ich mich von den Schwämmen auch kurz abgewendet, weil das ist dann schon was Besonderes, einen riesen Fisch einmal berühren zu dürfen und einmal so ansehen zu dürfen oder ein Seewolf. Mit 60 Kilo, Sie werden dann eh Bilder sehen, oder vielleicht einen Grönlandhai mit 300 Kilogramm, lauter solche Sachen hat es gegeben. Einmal einen Walschädel ist einmal an Bord geholt worden, wo sich die Matrosen alle angeschrieben haben und die haben fast nicht ausgehalten, weil das ist ein bestialischer Gestank, das kann man sich nicht vorstellen, ich habe noch nie was Ähnliches gerochen. Auf jeden Fall erhoben wurden damals nur die Fische, die gemeinsam vorkommen mit den anderen. Heute weiß man aber, 10 Jahre später, dass viel mehr nötig ist, um zu verstehen, was da unten passiert. Heute weiß man, man muss diese Sachen auch unbedingt mit aufnehmen, damit man versteht, wie das ganze Gefüge funktioniert. In der Adria zum Beispiel, ich habe vor kurzem eine schöne Forschungsarbeit in die Hand bekommen, wo man versucht, diese Systeme mit Rechnern zu modellieren und da hat man verschiedenste Komponenten aufgenommen, das fängt an beim Plankton, logischerweise, das ist ja die Basis der Nahrungskette, das geht bis zum Schlamm, bis zum Detritus, also wie viele organische Substanzen sich da absetzen, das sind viele, viele Dinge berücksichtigt, du hast recht natürlich, diese ganzen Wirbellosen, das heißt, es ist eine fürchterliche Verschwendung, wenn während so einer Forschungsschiff hat, das alles über Bord gekippt wird und nicht einmal gezählt wird wenigstens oder Proben genommen werden, also heute weiß man, wenn man schon sowas unternimmt und schon viel Geld reinsteckt, dann muss man, und wenn es halt 1 Million mehr kostet, aber das zahlt sich aus, das muss gemacht werden. Das sind unwiederbringlich verlorene Daten, die nie mehr wieder rekonstruierbar sind natürlich. Aber gut, damals hat man eben unter Ökosystemuntersuchungen verstanden, dass man halt alle anderen Fische auch noch aufnimmt, die da mit sind, weil die Fische fressen sich ja gegenseitig und das war es dann. Nicht? Und so kann man dann feststellen, wenn die einen weniger werden und die anderen mehr, aha, die fressen sich. Nicht? Und Magenuntersuchungen vielleicht noch. Und dann kann man schon, da weiß man schon genug, um den Bestand zu bewirtschaften. Aber das ist Irrtum, wie man heute darauf kommt. Das ist noch lange nicht genug. Und so ganz nebenbei wurden chemische Untersuchungen gemacht, sogenannte Gammelversuche, ganz lustig, von verschiedenen wirbellosen Tieren, die ja auch im Handel natürlich zum Kaufen sind, zum Essen, zum Beispiel Tiefseegarnelen, Schrimps natürlich, und da wurden Versuchsreihen gemacht, wie lang welche Stadien der Zersetzung quasi, also mikrobiologisch entweder auf Eis gelegt oder nicht, wie lang das braucht, bis welche Bakterien sich da anfangen zum Ansetzen. Und unter anderem wurden natürlich Schwermetalle gemessen, etc. etc. Also auch ernährungstechnisch wurde da hier einiges gemacht.